Moin liebe Freunde, und weiter geht's hier in der Pokémon Crystal Clear Top 4 Nassau Challenge mit mir und Nerd. Oh yeah! Gut, das war quasi hier Doom, der dann dementsprechend eigentlich einen recht kurzen Kampf hatte. Und ja, wir gehen jetzt einfach so rein in den nächsten der Top 4. Und okay, das ist quasi Super Mario Brothers in der Höhle 1-2, Level 1-2. Und diese Musik, die kann man im Übrigen auch hier irgendwo noch mit einstellen. Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr, wo das mit war. Mal sehen. Fibby. Hatte ich den etwa auch schon mal mitgehabt? Keine Ahnung, auf jeden Fall sehe ich gerade, dass der Name ist quasi ein Palindrom. Das kannst du sowohl vorwärts als auch rückwärts genauso mitlesen. Mal sehen. Warte noch ein bisschen, ich habe dieses Level gleich mit geschafft. Okay, also das ist halt eben so der Raum eines typischen Nerds. Würde für mich ungefähr so am ehesten mittreffen. Kann man eigentlich die Musik hier mit ändern? Nee. So, also gut, Spielekonsolen etc. Ja gut, du hast quasi eine N64, du hast hier die Wii, du hast quasi einen Pokal, dann hast du hier die SNES. Also hier SNES oder... Nee, an sich, nee, nicht die SNES, doch die NES. Safe. Und dann ist das hier, glaube ich, hier die SNES. Also ich sage immer noch SNES mit dazu. Viele sprechen das als SNES mit aus. Es ist für mich die SNES, fertig. So, aber ich wollte mal sagen, wir müssen ihn jetzt mit unterbrechen. Und geschafft. Als ob du genau jetzt mit fertig bist. hallo Nerdy, es ist so gut, dich zu sehen. Gut, ich glaube, ich muss auch gegen den schon mal mitgekämpft haben. Oder die Moment mal. Dieser Sprite, doch hier in der Höhle, Zinnoberinsel, doch, da kommt er her. Doch, safe. Aber okay, so. Ich könnte quasi den ganzen Tag über Videogames hier mit sprechen, insbesondere wenn ich quasi über 1200 Spiele in meiner Kollektion mit habe. Gut, so viele Spiele habe ich nicht, aber auch gut. Aber was ich quasi wirklich liebe, ist die Hardware. Knöpfe, Bildschirme, Batterien. So. Tankable Assets. Gut, das kann ich jetzt nicht so übersetzen. Gut, oder generell Tankable. Kein blassen Dutz, was es mit sein soll. Auf jeden Fall, ja. Der Nerd schlechthin. Ha! Irgendwie fühle ich mich so angesprochen. Obwohl ich halt eben jetzt weniger etwas mit Hardware zu tun habe. Aber gut. Nun. Ich wette, du bist quasi die Person, welche auch hier Pokémon-Spiele auf Emulatoren spielt. Naja, ich sag mal, dieses Spiel, das kannst du auch hier nur auf dem Emulator mitspielen. Aber hey. So, ich bin Fibby von der Top 4. Ich bin quasi hier einer, der quasi hier ständig hier mit tauschen tut. Und ich habe quasi aber auch viele Jahre lang quasi Pokémon trainiert. Als Kind habe ich quasi Pokémon gefangen und trainiert, bis mein, also ja gut, bis zum Umfang oder in diesem Fall bis meine Daumen hier ja auch rot und blau wurden. Ja. Leute, das kommt aber mit raus, wenn ihr quasi von Kindesalter an nur Videospiele spielt. Ihr bekommt quasi nur einen roten und blauen Daumen. Übrigens, Daumen nach oben, wenn euch das Video mit gefällt. Gerne unten hier mit abstimmen, damit der Algorithmus das und was der Algorithmus. Ich komme nicht mehr dazu. So. Ich bin nicht so gut im Kämpfen, aber dafür bin ich quasi ein Mitglied der Top 4. Also obliegt es quasi an mir, deine Fähigkeiten hier mit zu testen. Mal sehen, was du alles so mit dem rausholst. Top 4 für Beef, wenn wir schon quasi kämpfen. Doch, das ist der Typ hier aus der Höhle. Und ich glaube, das wäre auch genau der gleiche Typ mit gewesen, den wir auch hier im Bodensberg mit hätten vorgefunden. Aber scheinbar hat er quasi nur einen von diesen beiden, dann nur seinen Auftritt dort mit Kat. Je nachdem, wenn er den Mondberg mit anspricht, war er quasi nicht auf der Zinnoberinsel. Beziehungsweise, ich habe mir auf der Zinnoberinsel mit angesprochen, auf dem Mondberg war er dann nicht mehr mit. Weil ich dann eben zuerst dachte, so vom Sprite, dass das dann halt eben dann hier der Rivale, also quasi Silber mit gewesen wäre. Aber auch gut. Reines Vergnügen. Anderson. Oh, stimmt. Der hat quasi hier Pokémon jetzt mit Spitznamen. Oh, okay. Aber gut. Anderson. Weißt du was? Eigentlich, so wie bei mir erwähnt, ja, ihr steht auch mal mit anderen Pokémon. Und ja, gut, ich könnte an sich schon mit Bianca mit drin bleiben.
Wenn ich aber quasi jetzt hier einen Simsalabim sehe, der geht jetzt auf eine Psychokinese. Wechsle ich jetzt aus zu Pitrek. Deine Psychokinese kann ich mal kreuzweise. Die du jetzt mit einsetzen wirst. Ja, das war schon predictable. Und deswegen gehe ich jetzt auf den Knirscher. Und dann nehmen wir erst nochmal Anderson mit raus. Mr. Anderson. Na gut, der Critical Hit, den kannst du nicht was sonst wo gut hinstecken. Aber Mr. Anderson, wir haben sie bereits vermisst. Wer das im Übrigen kennt, gerne unten in die Kommentare diese Referenz. Gut, weiter geht's. Wen haben wir denn noch so Feines? Und so generell diese Musik. Kommt mir diese etwa auch irgendwie bekannt vor? Ich dürfte meinen, diese doch auch irgendwo schon mal mit gehört zu haben. Jetzt nicht speziell bei ihm hier in einem Kampf, sondern irgendwo anders. Aber ich kann diese Musik jetzt nicht zuordnen. Literally nicht. Gut, also wer es weiß, unten in die Kommentare damit. So, Fallen. Okay, gut, ich hatte das jetzt an Fortress gedacht, wegen Forden, aber weißt du was? Knirscher. Das würdest du zwar vielleicht mit überleben. Ja, überlebst du. Feuersturm. Gut. Feuersturm, Step kannst du ruhig mit einsetzen, aber warum ausgerechnet auf Feuer-Pokémon? Komm, weißt du was hier, Kraftreserve Drache, kriege ich dir auch noch mit eins rein. Oder nee, gebe ich dir noch eins mit rein, so. Kriegst du somit noch mit ab, ja. So war ich so das Satz war. Egal. Okay, was steckt da noch mit rein? Shovel. Oh, Porygon. 2. Gut, weißt du was? Wir gehen mal so ein bisschen hier auf hitzige Kämpfe, deswegen Flammenwurf to go mit der Holzkohle als Item. Läuft soweit. Und deswegen überlebt er das. Ein Porygon 2 überlebt ein 19 Level stärkeres mit Step und Holzkohle behafteten Flammenwurf. Das kannst du dir nicht mit ausdenken. So, nebenbei mit erwähnt, auch für Bianca, weil ich quasi mit Bianca hier generell mit leaden wollte. Ich habe quasi auf Bianca noch mit vorgehalten, daneben dann mich auch hier mit einem Fluch mit aufzusetzen, dann hier mit durchzurasieren. Aber gut, ich glaube, das hat sich jetzt zumindest hier wohl mit ergeben. Komm, kriegst du doch noch eine Kraftreserve Drache noch mit ab. Ich meine, die Gegner dürfen hier keine Heil-Items mit einsetzen. Ich darf das nicht mit einsetzen und deswegen. Ja, okay, nimm's auch an sich gerne mit. Also ja. Du kannst zwar auch schon hier die Trophäe mit besiegen, sobald du 8 Orden regulär mit hast. Seien das jetzt alle 8 Orden der Kanto, alle 8 Orden der Johto-Region oder halt eben Mixed 4 zu 4 oder 1 zu 7, whatever. Dann hättest du schon hier mit dabei sein können und lass mal überlegen. Als ich 8 Orden eingesammelt hatte, war ich glaube erst in Mitte der 40er. Und die ganze Top 4, die hat dann eben so Pokémon Level 55 bis 65. Ja, aber okay. Nehmen Sie einfach gerne mit. Ich meine, ihr habt ja quasi mit abgestimmt. Oh, nice, wunderbar. Ja, gut, jetzt haben wir Mirror Match. Dass quasi ich nach dem 8 Orden sofort hier noch die Kanto-Region noch mit durch exerziere, bevor ich dann zu der Top 4 mitmache. Deswegen, gut. Aber ich will hier den Tag nicht für den Abend loben. Wer weiß, dann vielleicht wird sich jetzt hier das ab der nächsten Top 4 mal komplett mit ändern. Don't know, aber werden sie sehen. Gut, ich könnte jetzt so gesehen hier Kraftreserve mitgehen, weil ich meine, du kannst höchstens Feuersturm, Flammenwurf, also Gedöns mitmachen, weißt du was, Tobi möchte an sich auch mal mit drankommen, weil Tobi langweilt sich ja hier noch ein bisschen und deswegen rein mit Tobi! So, Matschbombe. Stimmt, Hundebaum kann auch Matschbombe noch mit erlernen. Das ist ja so regulär mit möglich. Aber Matschbombe ist ja rein physisch offensiv. Deswegen juckt dich das mal rein gar nichts. Und deswegen spülen wir mal diesen Hund mal mit weg. Klar, ich hätte auch jetzt mit meinem Pitrek hier mit drin bleiben können. Aber egal, komm, was soll's. Ich meine, der hatte somit ja dann eine Coverage-Attacke gehabt. Gift, rein physisch offensiv. Gut, ich hätte mit Kraftreserve Drache dann hier eine Coverage-Attacke mit gehabt. Aber gut, schauen wir mal nach. Und sein letztes Pokémon ist Togepi. Und Shiny Togepi. Level 65.
lass mal sehen, 3 Monate, was so 3 Monate Training damit ausmachen. Warum hat er ein Togepi? Ein Togetick? Togetick, genau, Togetick ist die zweite Entwicklungsstufe und dann kommt quasi Togekiss. Ich hatte quasi noch den Namen Togechiku noch mit im Namen, also noch im Kopf mit gehabt, weil das Ding war, als hier die zweite Spielegeneration angekündigt wurde, es war dann für meine Verhältnisse, wo ich dann auch so eine Art Sticker-Album mit hatte, aber jetzt nicht so ein Sticker-Album wie der ersten Spielegeneration für 5 D-Mark. Schade, dass ich dieses Sticker einfach nicht mehr mit habe. Das wäre bestimmt heute hochwertig mit gewesen. Das war quasi mehr so ein faltbares Sticker-Album. Hat, glaube ich, so 8 D-Mark gekostet, wo quasi alle Pokémon der zweiten Spielgeneration mit aufgelistet waren. Und da war quasi die Weiterentwicklung von Togepi quasi dort mit dem Namen Togechiku mit ausgelegt. Aber war quasi auch schon auf Deutsch. Aber gut, hier, Surfer. So, nebenbei mit erwähnt. Ja, und tschüss. Ja, das war an sich so ein nasses Ei. Ei, caramba. Das ging recht schnell. Shutdown. Ja, so in diesem Fall. Mal sehen. Sieht so aus, als hättest du quasi ja, die Skills ja mit dabei, mein Freund. Nun, es war quasi eine... Gut. Nee, das heißt nicht... Das heißt, ich erfährt, dass sie sich jetzt spießt. Okay, es war mal quasi also eine Ehre zu sehen, was es hiermit geworden ist. So würde ich das am ehesten jetzt mit übersetzen. Nun, schreit er nach vorne zum nächsten Raum und schauen wir nach, ob du quasi hier also dass du quasi weiter am Ball bleibst. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.